Und weiter geht's heute mit FIFA und dem nächsten Spiel gegen Werder Bremen. Und ja, diese Niederlage in München, das sitzt gerade so ein bisschen. Na dann, schauen wir mal. Bremen, wie gesagt, der nächste Gegner. Und da wollen wir natürlich wieder ein bisschen wieder zurück. Also, sind nur halt 4 Punkte. Also haben wir den erstmal sind wir noch nicht ganz unter Dach und Fach. Dann hätten wir München mit dem Sieg gehabt. So, geht jetzt sofort weiter. Oh, warte mal, da gerade eine Nachricht reinbekommen, dass ich das wieder verlieren könnte. Oh, Alario vor allen Dingen. Den will ich eigentlich noch. Gut, es ist eh egal, weil es ist die letzte Saison, aber man muss es ja nicht trotzdem provozieren. So, Levin Merjan. Ja, ja, will noch nicht. Na gut, gehen wir rein ins Match gegen Bremen. Spieltag Nummer 16. Da wollen wir natürlich wieder mal gewinnen. Wäre toll. Ja, man muss es sagen, die Bayern haben es jetzt einfach erarbeitet. Die sind immer wieder draufgegangen, immer wieder kam gerade mal das eine Tor, das 2-1 von denen. Das war einfach das ist das Spiel, auf das Effizienz pur und da haben wir keinen Zugriff gehabt. Alles gut. Bleiben Sie dran. Sollte, ist halt passiert. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu dieser Partie heute Abend. Schön, dass Sie mit dabei sind. Mein Name ist Wolf Fuß und ich werde Sie zusammen mit Frank Buschmann durch dieses Spiel begleiten. Und wir zeigen heute ein Spiel aus der Bundesliga. Schalke 04 gegen Werder Bremen. Ein spannendes Ligaspiel also, Wolf. Beide wissen, worum es geht, gerade gegen diesen Gegner. Und das merkt man auch, wenn man die Fans beobachtet. Eine extreme Erwartungshaltung vor dieser Partie. Auf ihn könnte es hier heute ankommen. Und mit ihm haben wir auch den aktuell Führenden in der Torjägerliste vor uns. Bereits 14 Treffer steht für ihn zu buchen. Und heute soll Minimum über 15 wieder herkommen. Und wir wollen natürlich wieder rein in dieses Spiel. Oder beziehungsweise zurück in die Erfolgsspur. Schmied. Grassi. Alfredo Morelos. Joel Linton. Jetzt könnte es gefährlich werden. Klasse Pass. Fairer Einwurf. Ah, schade. Ich dachte, die kriegt den noch. Klar, gibt Einwurf. Boah, diese Niederlage wurmt gerade so ein bisschen. Die sitzt gerade ziemlich tief, muss ich sagen. Das ist ja quasi dieselbe Aufnahmesession. Es läuft gerade so ein bisschen nach. Gute Chance für eine Flanke. In der Red Bull Arena gibt es ein Tor zu vermelden. Wir geben ab ins Studio. Wir haben hier das erste Tor. Oh, kein Absatz. Neuer Spielstand damit. Gespielt sind. Schön abgeblockt da. Vielen Dank für den. Weil der nicht abgeblockt gewesen wäre. Freunde, so wird das sicher nichts mit dem Tor. Wir sehen das frühe Pressing. Sie bekommen den Einwurf. Okay, doch ein Abseits-Einwurf für Bremen. Ich dachte, mir wäre noch keiner gewesen. Wäre für uns gewesen. Matthias Swanberg. Heute will man ein besseres Ergebnis einfahren nach der Auswärtsniederlage zuletzt. Und dadurch haben sie jetzt die Tabellenführung. Und wenn das so weiterläuft, auch richtig gute Chancen auf den Titel. Gut abgeblockt.
Ja, die Bremer haben schon das Spiel gesehen. Sie wissen gerade, wie man uns ein bisschen wehtut. Marco Richter. Lucas Alario. Ruhiger Aufbau, aber sie... Ah, schön, Paulinho. Paulinho! Das ist nicht wahr, ne? Doppelpfosten, Paulinho. Ah, gut, der ist weg erstmal. Der hat jetzt ein bisschen platt. Das ist jetzt eine Chance. Da geht er volles Risiko. Glück gehabt für die Schalker, dass die Bremer hier nicht mit anderen Führung. 24. Minute. Die Ecke kommt rein. Tolle Möglichkeit, aber sehr, sehr gut. Neuer hat's unter Dach und Fach. Beziehungsweise, ah, Glück gehabt. Weil der, wenn der durchgegangen wäre von Neuer, der Abschluss, dann wäre es gefährlich gewesen. Joel Linton. Schmied. Ja, schön dazwischen. Da geht er gut in den Zweikampf. In der Volkswagen Arena ist was passiert. Ein Tor ist gefallen. Alle Infos gibt es jetzt im Studio. Ja, wir haben hier das erste Tor für Bayern München. Ah, sicher gekommen. Damit 1:0. 29 Minuten sind gespielt. Danke für das Update. Matthias Swanberg. Ich komme gerade nicht in dieses Spiel rein, wie ich das gerne hätte. Gerade ist ein bisschen der Wurm drin. Aber gut, okay. Arnold. Matthias Swanberg. Kommt nicht rein. Davide Zappacosta. Ball an den kurzen Posten. Schön hat das. Und wieder die Bremer. Also die Schalke haben es gerade so ein bisschen, diese Niederlage gegen die Bayern. Das tut gerade ein bisschen... Ist ein bisschen also nachrücken. Alario. Keine Frage. Weiterhin unentschieden. Und da ist der Ball. Und wieder weg. Alfredo Morelos. Wir gehen kurz ab ans Studio. Es gibt ein Tor in der Red Bull Arena. Wir haben hier den zweiten Treffer. Unglaublich. Also gerade ist jetzt ein bisschen 42. Minute. Wir kriegen es gerade nicht auf die Reihe, auf die Bahn bekommen, diesen Ball. Da geht er hin zum Ball. Gut gemacht bei diesem Wegstoß. Und wieder nicht angekommen. Joel Linton. Er spielt ihn zurück. Guter Doppelpass. Ah, gut. Er ist da und hat den Ball. Ne, und dann ist Pause. 0:0 nur. Bisher kein Team mit entscheidenden Vorteilen in dieser Partie. Er hat bislang in diesem Spiel doch eine sehr durchwachsene Leistung gezeigt. Wie siehst du das? Hatte Pech bei seinem Aluminiumtreffer. Ja, Doppelaluminium von Paulinho. Das war so die einzige Chance, die die Schalke überhaupt in dieser Partie hatten. Mal gucken, wie es in der zweiten Halbzeit der weitergeht. Ball rollt, die zweite Hälfte läuft. Schön nachgesetzt da mal. Lazar. Aber wieder so ein Ball. Einfach ein sinnloser Ball von Lazar, der einfach komplett gar nicht ankommt. Jetzt der Schuss. Ja, gut. Da geht er runter und kann den Ball abwehren. Leute, was ist denn da jetzt gerade los? Tut diese Niederlage so extrem weh gerade. Ecke kommt. Und erstmal ist er weg. Erstmal zumindest. Der Ball kommt aber ja, ziemlich postwinzen. Mit der Chancenverwertung, die Gelegenheiten sind ja da, aber immer wieder scheitert sie. Und so bleibt es bei Bremen. Er zieht ab. Gefährliche Aktion. Aber so, jetzt ist gerade so ein bisschen... Leute, ey. Super gemacht. Da greift er ein, ist zur Stelle. Sie können sich auf ihn verlassen. Jetzt gibt es einen Einwurf. Es tut sich was in der Volkswagen Arena. Ein Tor ist gefallen. Was passiert? Gut gelöst. Jetzt gibt's mal. Nee, gibt's gar nichts. Okay, es ist für den VfL Wolfsburg. Der neue Spielstand lautet damit also 2. Jetzt die Gelegenheit. Tolle. Meine Güte, die Bremer machen es mir gerade. Die Bayern schon jetzt die Bremer hinterher. Ich muss jetzt gerade echt aufpassen, dass ich zurückliege. Wir gehen in die Mitte. Glatzer. Gut dazwischen. Weg ist und der Ball ist weg. In der Bundesliga steht dann bald das nächste Spiel an. Auswärts in Berlin. Dann geht es auswärts gegen Hertha BSC. Ich versau's mir gerade komplett. Da sind wir natürlich auch wieder mit dabei. Ja,
Frage, gut dazwischen. Super. So, Riedler Baku, das ist der Rechtsverteidiger eigentlich. Die Chance lebt noch. Baku, 1-0 Schalke, 65. Es ist eigentlich komplett auf den Kopf gestellt. Die Bremer sind eigentlich hier klar die bessere Mannschaft. Und dann passt da mal so ein Konter. Und zwar waren es ein Dreh, weil der Rechtsverteidiger und den Verteidiger beschäftigt. David war nämlich der Passgeber. Absolut, Wolf. Das war gedankenschnell. Da konnten sie ihm nicht mehr folgen. Boah, ey. Endlich. Riedelbacku. So, da hätten wir also das 1-0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Endlich. Ich mache jetzt gerade drei Kreuze, wenn das Ding hier durch ist. Ich muss gerade diese... Schmied. Auch dieser Ball kommt an. Das macht er gut heute. Ich bin aber echt dieser... Öffne diese hohen Bälle mittlerweile. Es geht gegen den VfL Wolfsburg im nächsten Bundesligaspiel. Und einen Favoriten... Habe ich in dem Duell nicht. Das wird spannend. Aber die Bremer spielen echt die ganze Zeit diese hohen Bälle. Die Bremer versuchen jetzt mehr, wollen hier mit langen Bällen zum Erfolg kommen. Mhm. Wie es aussieht, haben sie ihre bisherige Taktik komplett über Bord geworfen und stürmen jetzt mit offenem Visier nach vorne. Lange Bälle sind das Mittel. Lucas Alario. Mal Marco Richter. Klasse Vorstoß, da müssen sie aufpassen. Schöne Flanke jetzt. Ah, der war nicht... Schade, den hätte ich nämlich gerne noch mit an, wenn der angekommen wäre, den nur einschieben müssen. Ich sehe Bewegung auf der Bank. Es gibt gleich den Wechsel. Das muss der Trainer jetzt versuchen. Sie sind in Rückstand und der neue Mann soll mithelfen, das Spiel zu drehen. Paulinho. So, ein Ball kommt jetzt an mit Baku, der Torschütze. Kann jetzt was werden. Ball kommt in die Mitte. Zurück, ja, ja. War okay. Alles gut. 80. Minute. Und die letzten 10 Minuten sind hier angebrochen. Jetzt könnte er die Flanke in den Strafraum bringen. Der Ball kommt. Ist das hier die Ball ist Lücke frei. Und das ist die Entscheidung. 83. Lucas Alario. Absolut. Ja, keine Chance für den Keeper da. Das 2-0, das ist erstmal das Wichtigste. Und ja, passt. So, Doppelwechsel jetzt. Ja, man muss sagen, die Bremer waren. Wir haben einfach Glück, dass wir mit Manuel Neuer den Weltklasse-Torhüter da hinten drin haben und alles andere war jetzt egal. Dürfte eigentlich nichts mehr passieren. Zeit also mal aufs nächste Duell zu gucken. Der nächste Gegner des FC Schalke 04 heißt Hertha BSC. So wie heute müssen sie spielen, dann haben sie eine gute Chance. Naja, nicht so wie heute, sondern eher die gleiche Chancenverwertung. Schönes Ding. Vielleicht jetzt nochmal über Jonathan Burkhardt. Der versucht jetzt gerade den Verteidiger da ein bisschen einzudrehen. An dem ist er erstmal vorbei. Schöne Flanke. Richtig, dass er sich den Ball holt. An den hat er jetzt auch reingedreht und damit war es das auch. Ja, es ist eh gleich vorbei, das Spiel. Also Schalke holt sich die drei Zähler. Zappacosta. Parade Neuer. Immer noch Tor für Bremen. So erzählt übrigens Sebastian ausgerechnet Rudi. Nur noch 1-2. Aber es ist eigentlich durch. Wir schauen nochmal auf das Tor, da sehen wir. Und das war aber ein absoluter Stellungsfehler von Savic, glaube ich, wenn ich richtig sehe. Da hat sich Savic komplett verschätzt. Also, das war aber nicht sein. Genau, okay, da habe ich es locker. Tor für Bremen. Das Spiel ist aus. 2-1, ja, knappe Sieg.
Tja, man hat bis zum Schluss diesen Willen gespürt. Sie wollten diesen Siegtreffer und haben ihn, wenn auch spät, bekommen. So, das war's. Ein knapper Sieg. Nächster Gegner, wie gesagt, ist halt Hertha BSC Berlin. Und ja. Da müssen wir, oder will ich natürlich wieder ein bisschen rein in die Partie. So, dann gucken wir mal gerade auf die Tabelle. Also jetzt sind wir tatsächlich endlich Herbstmeister. Das hat sich jetzt lange hingezogen. Also die erste Niederlage haben wir ja kassiert mit dem Niederlage in München. Die sind natürlich wieder so ein bisschen mit dran, also zumindest als Vierter. Eigentlich wollte man den richtig wehtun, die zumindest zurück in die Krise schießen. Aber gut, okay. Gucken wir mal auf die Tabelle gerade. Letzter ist momentan der HSV, momentan mit 4 Zähler nur. Hertha ist der nächste Gegner. Das ist immerhin schon der Tabellensechste, also, ne? Ist klar, letzter Spieltag der Hinrunde steht an und ja, das sehen wir uns dann in der nächsten Folge an, liebe Leute. Und dann freue ich mich, wenn ihr wieder einschalten würdet hier bei FIFA 21.